Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen SG Active Trading Webinar. Mein Name ist Holger Fertig und ich bin hier bei der Société Générale Zertifikate-Experte und freue mich ganz besonders heute, Bastian Galuschka von der Stock 3 AG und Andreas Lipko von der comdirect hier zu haben. Das Ganze läuft unter Charts und Fundamentals, beziehungsweise, ja, wir haben einen Chartanalysten und einen Fundamentalanalysten hier im Hause heute und werden damit, ja, auf die Märkte blicken, also eine Analyse des aktuellen Marktgeschehens durchführen. Das heißt, wir schauen auf verschiedene Indizes, wir schauen auf ein paar Rohstoffe, darunter Bitcoin. Da ging es heute ganz schön rund, aber auch Einzelaktien haben wir mitgebracht aus Deutschland, Europa, den USA und die ein oder andere Aktie auch aus Asien. Also es wird spannend. Ganz kurz, bevor ich an die Kollegen weitergebe, gehe ich schon mal nach Asien. Wir haben neu im Angebot einen Tracker oder ein Partizipationszertifikat auf den Japan Quality Income Index. Das heißt, Sie können hier gezielt an der Entwicklung einer Vielzahl japanischer Unternehmen partizipieren, die nach festen Qualitätskriterien und hinsichtlich ihrer Dividendenstärke ausgewählt wurden. Ganz kurz noch. Unsere Risikohinweise: Dieses Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung im Bereich Hebelprodukte. Die hier besprochenen Produkthinweise zu denselbigen erfolgen lediglich zu Demonstrationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen. Wir machen hier keine Anlageberatung. Bitte beachten Sie, dass Hebelprodukte ein hohes Risiko haben, vor allem das Totalverlustrisiko bei Erreichen des Knockouts oder auch der Wertlosenfälligkeit von Optionsscheinen. Egal welcher Art. Und zu guter Letzt will natürlich auch das Ausfallrisiko des Emittenten oder der Emittenten erwähnt werden. So, ganz kurz noch eine Übersicht, wo Sie uns erreichen, welche Links für Sie interessant sein könnten. Aber an dieser Stelle übergebe ich dann tatsächlich schon direkt an den Bastian, der für uns heute die Charttechnik übernehmen wird. Und ich bin gespannt, wie ihr die aktuellen Märkte seht. Schönen guten Abend, Bastian. Schönen guten Abend, Andreas. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Freue mich natürlich, dass der Andreas auch mit dabei ist. Ich glaube, das ist nochmal ein schöner Zusatz dann, dass ich hier nicht allein Unterhalter bin, sondern dass wir uns da auch die Bälle zuspielen können. Ja, ich muss anknüpfen an dem ersten Webinar, was wir hatten im Januar. Da war ich ja doch durchaus in Richtung Konsolidierung mal gestimmt und dass mir die Stimmung doch etwas jetzt zum Jahreswechsel zu positiv war. Es hat sich dann allerdings herausgestellt, dass wir kurz darauf dann auch das Tief markiert hatten und die Märkte sozusagen, ja, nach kurzer Pause wieder direkt daran anknüpfen, an das, was wir auch im vierten Quartal sehen. Das heißt, es wird gekauft, es wird gekauft, es wird gekauft. Wir haben im DAX hier eine Phase gesehen, wo dann mal so über 2 Wochen nicht viel ging. Seitwärtspendelei um die 17.000. Dann hier ein Anstieg an eine deckelnde Trendlinie. Und ja, mein Szenario war eigentlich die, dass wir unter saisonalen Aspekten ja auch jetzt mit in die schwächste Phase des ersten Quartals reinkommen und dass der DAX sich so nach meinem Szenario eher so nochmal hätte entwickeln sollen, ehe dann im März vielleicht ein Tief markiert worden wäre. Wie man sieht, kam es dann komplett anders. Es gab nochmal eine Trendverschärfung nach dieser kleinen Pause und das Signal, wir hatten es auch in der vergangenen Woche in einer Veranstaltung mit dem Andreas besprochen, war dann das Gap sozusagen, das Nvidia Gap, muss man ja sagen, auch wenn Nvidia mit dem DAX nichts zu tun hat, aber mei, es hat halt alles hochgezogen und der DAX ist dann in eine Beschleunigung gegangen, hat sowohl diese deckelnde Trendlinie hier auch als auch die obere erreicht. Jetzt ist natürlich immer es schwierig, hier Ziele zu bestimmen, weil ja keine klassischen Widerstände mehr vorliegen. Wenn ich Prinzip täglich neue Allzeithochs markiere, kann ich mit Projektionen arbeiten, etc. In meinem Ausblick in dieser Woche war 17.530 eine Zielmarke. Ich glaube, die hat dann mal für 50 Punkte Konsolidierung oder so hat es gereicht und jetzt sind wir da auch drüber. Also die nächste kurzfristigere Marke wären 17.8. Wenn er noch so überschießen möchte, ja, es ist ja nichts auszuschließen aktuell. Und im großen Bild für diejenigen, die jetzt das auf Sicht von Wochen, Monaten sehen, hier nochmal das Ganze. Also man sieht hier auch diese deckelnde Trendlinie und eigentlich hatte ich jetzt gedacht, habe ich hier auch noch
die Ziele mit drin, aber scheinbar ist das nicht mitgespeichert. Ich kann es nochmal nachreichen. Hier, also wenn ich eine Projektion anlege über das 220er Hoch, über 220er Tief und dann das Tief nehme vom Herbst 2023, dann käme ich auf ein mittelfristiges Ziel von 19,3. Das wäre also dieses Extremziel Nummer 1 für dieses Jahr. Und dann kann ich noch eine weitere Projektion ansetzen. Ich glaube, ich habe es auch im Dezember mal im Jahresausblick sozusagen gezeigt oder war es in der ersten Sendung, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Das ist dann, da geht es dann in Richtung 20.000, also 19,9. Das wären jetzt wirklich, wenn man mich festnageln würde und sagen würde, ja, wenn jetzt der DAX nochmal voll Gas gibt dieses Jahr und ja, was könntest du denn noch sinnhaft ableiten aus diesen Bewegungen, die wir da vorgesehen haben, dann ist das so ein Korridor 19,3, 19,9, wo ich sagen würde, aber spätestens dort sollte man dann auch mal was sehen. Das allerdings dann eher so als oberer Korridor auf Jahressicht vielleicht genannt. Genau. Genau, Was kurz zum. kann der Andreas zum DAX sagen, fundamental? Genau, also was man natürlich sehr schön sieht, auch im Chart, was du auch gut erläutert hast, ist natürlich, dass derzeit unheimlich viele Marktteilnehmer vor den Börsenbullen hergetrieben werden. Das kann man immer sehr gut sehen, wenn neue Höchstkurse erreicht worden sind, zum Beispiel eben als Nvidia das Nvidia Gap gerissen hat nach den Quartalszahlen oder eben auch jetzt in dieser Woche am Dienstag oder Montagnachmittag war das, glaube ich. Da sieht man also, dass vorher die Marktteilnehmer eher so vorsichtiger unterwegs waren, sich so ein bisschen versucht haben, auch in Teilen zu hedgen, viel Branchenrotationen gemacht haben und dann, wenn sozusagen diese neuen Kursniveaus erreicht werden, dann müssen die Marktteilnehmer in den Markt rein, um keine Performance zu verpassen. Also das ist so ein typisches Phänomen. Heiko Thieme hat das mal passend ausgedrückt, die Hosse nährt die Hosse. Und so ist es tatsächlich auch. Das heißt, Fondsmanager können da nicht lange überlegen. Die müssen, um die Benchmark im Endeffekt zumindest mal zu treffen, in den Markt rein, kostet es, was es wolle. Und das ist halt ganz spannend. Das sieht man nämlich auch, wenn man sich mal so ein bisschen die Gewinner-Verlierer ansieht, in den letzten Tagen immer ausgeglichen. Also es wurde wirklich nur gesehen, dass man High Beta reinholt. Das heißt, zyklische Werte, Autowerte, Chemie, also alles, was sozusagen sehr konjunktursensitiv ist und damit mehr steigt als der Markt, wenn er denn steigt. Natürlich auch das Risiko entsprechend da ist, tiefer zu fallen als der Markt, wenn er denn fällt. Aber dieses Phänomen ist in solchen Phasen sehr gut zu sehen. Was mich ein bisschen stört, ist das Handelsvolumen derzeit. Das ist, finde ich, für so eine Phase, wie wir sie derzeit sehen, relativ gering. Also da hätte ich mir gewünscht, dass wir wirklich mehr Volumen reinkommt und deswegen bin ich da momentan nicht ganz so bullisch. Natürlich sollte man mit dem Trend gehen. Klar, sich dagegen zu stellen, kann teuer werden. Aber ich würde auf jeden Fall solche Phasen dann immer eher nutzen, um wirklich ganz restriktiv mit Stop-Loss zu sein, weil die Hoffnung, die wir drin haben, und der Bastian hat es gerade gesagt, dass wir eben zum Beispiel sehr viel KI-Fantasie drin haben. Also eine SAP kam dann um die Ecke und jeder hat irgendwie versucht, da KI in alle möglichen Geschäftsmodelle mit reinzuknüpfen und versuchen, Synergien, Effizienzen rauszumachen, Skalierungsmöglichkeiten für neue Geschäftsmodelle etc. pp. Das wird sicherlich irgendwann kommen, ist aber jetzt noch nicht so weit. Momentan sind wir wirklich in der Phase, dass viele Marktteilnehmer eigentlich schon so ein bisschen nervös mit den Füßen unter den Schreibtischen umherscharen und eigentlich warten, dass wir mal von der fundamentalen Seite her ein paar ja, begründende Daten bekommen, die eigentlich die Marktbewegung, die wir gerade auf der technischen Seite gesehen haben, auch ein Stück weit begründen. Und das ist momentan ganz spannend. Das heißt, ich würde tatsächlich noch nicht so richtig sagen, feuerfreie Börsenampeln auf Grün nachhaltig bis im ersten Jahr. Ich glaube tatsächlich, dass wir in den kommenden 3 Monaten durchaus nochmal die Möglichkeit haben, die ein oder andere größere Korrektur zu sehen. Wesentlich optimistischer bin ich tatsächlich für die zweite Jahreshälfte, aber bis dahin haben wir ja noch einige Webinare hier zusammen. Aber erstmal denke ich, wirklich ein bisschen vorsichtiger sein, weil Nachtigall, ich höre dir trapsen, sagt man in Berlin. Ja, vielleicht nur zwei Punkte dazu, also wo ich halt ein bisschen Befürchtung habe, diese Konzentration haben wir jetzt auch immer mehr im DAX, wenn jetzt im März da diese Kappung kommt, aufgehoben wird und die Ausweitung kommt auf 15% Gewichtung, was dann einen Wert haben kann. Ja, liebe Leute, dann haben wir eine SAP vielleicht mit 15%. Das Siemens wird dann auch, denke ich mal, zwischen 10, 15% liegen. Und wenn wir dann die Linde noch zurückholen, habe ich heute mal im Spaß geschrieben, ja, mit den Kollegen, dann können wir den DAX auch so langsam in die Tonne treten, weil es wird ja oft gesagt, ja, die Börse spiegelt nicht mehr die Wirtschaft wider. Was der DAX jetzt hier zeigt, das spiegelt sicherlich nicht die Wirtschaft wider in Deutschland. Schaut euch aber mal MDAX, SDAX an.
Und dann werdet ihr recht schnell verstehen, dass es sehr wohl auch noch so ist, dass die Börse die Wirtschaft widerspiegelt, weil da sind wir nicht von Allzeithoch zu Allzeithoch unterwegs, sondern da ist es weiter ein ziemliches Trauerspiel. Also wir haben auch im DAX das Thema, dass eine SAP, Siemens etc. das nach oben treibt. Und das muss man halt wissen. Also es ist jetzt nicht so, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, auch wenn der DAX natürlich sehr gut ausschaut. Das andere können wir beschleunigt machen. Ich kann da teilweise auch nicht mehr so viel sagen, weil wir ja fast täglich neue Allzeithochs sehen. Ich möchte vielleicht einen Chart mal zeigen, den der Kollege Thorsten Ebert mir heute geschickt hat. Und ja, ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Ist ja ein altes Thema, was die Marktbreite anbelangt, dass die nicht stimmt, wissen wir ja seit langer Zeit. Aber hier mal nochmal für den Nasdaq Composite. Ne? Also schaut euch das an hier, die AD-Linie. Sie sinkt und sinkt und sinkt und sinkt. Und selbst jetzt in diesem Jahr hat die Marktbreite auch weiter eigentlich nicht wirklich zugenommen. Ja? Und wir sind am Allzeithoch oder haben im Prinzip das Allzeithoch ja im Nasdaq 100 ja schon überschritten, im Composite vielleicht gerade mal erreicht. Also das ist schon einfach so, dass ich sage, da kann ich irgendwie nur mehr mit dem Kopf schütteln. Wir haben ja in der Phase 2020, 2021 eine sehr gute Marktbreite gesehen und das fehlt halt völlig. Also kann man nicht anders beschreiben. Und ja, die sich darauf stützen und deswegen halt die Hoss kritisch sehen, die schauen weiter in die Röhre. Aber es ist schon bemerkenswert, was hier abläuft. Und jetzt auch nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon, muss man sagen, hier seit dem Jahr 2022, wo es dann im vierten Quartal losging. Zu den Indizes hier noch kurz. Man kann festhalten, das ist so die Hauptaussage, dass so ein Ziel bei 18.000 roundabout im Nasdaq erreicht worden ist. Da kommen wir jetzt einige Wochen nicht weiter. Ist sozusagen völlig offen, ob wir jetzt auch mal das Gap, das Nvidia Gap eher schließen oder hier eine Fortsetzung sehen. Also der Markt hängt hier etwas in der Luft. Ich muss sagen, wenn ich mit dem Gesamtmarkt vielleicht auch damit meine Einschätzung zu pessimistisch war, bin ich eigentlich bei den Einzelwerten recht gut dabei gewesen. Eine Tesla ist stark gefallen, eine Apple habe ich eher vorsichtig gesehen, die kommt nicht weiter und eine Nvidia sah ja technisch sehr gut aus. Also allein schon die drei Beispiele zeigen ja, dass es auch im Tech-Bereich jetzt so ist, dass nicht alles von dem Magnificent Seven von Allzeithoch zu Allzeithoch geht, sondern da auch unterschieden werden muss. Formal bin ich eigentlich mit der 18.000 jetzt erstmal hier gut zufrieden und würde hier jetzt keine neuen Engagements vornehmen. Das ist mir zu viel Wischiwaschi derzeit. Beim S&P ist es so, dass die 5.000er-Marke hier ja natürlich ein markantes Ziel war. Technisch kann man sagen, ist jetzt auch die 5.1 ein markantes Ziel. Und wenn man auch hier so eine Projektion mal ansetzt über die Hochpunkte und dann das letzte Tief, dann wäre es so das höchste der Gefühle seit Oktober jetzt für mich so der Bereich 5,2, also bis 5,220. Das könnte ja noch ein Bonusziel sein, aber es ist klar, auch da wird die Luft zunehmend dünner und haben wir eine Überhitzungsphase vorliegen. Den Nikkei, der passt jetzt noch nicht so rein, deswegen vielleicht ein Statement mal vom Andreas zum US-Markt, wie er das so wahrnimmt. Ja, gerne, Bastian. Zum einen ist es sogar witzig, wenn man sich die ehemaligen glorreichen sieben anguckt, sind es ja nur noch die siegreichen sechs geworden. Du hast bereits gesagt, im Endeffekt hat sich auch da die Marktbreite in Anführungsstrichen eingedampft und es wird also immer weniger oder immer mehr auf weniger Schultern verteilt, wobei man auch sieht, dass bei denen selbst so eine Apple und so diese größeren Unternehmen im Endeffekt auch schon so einige Problemchen haben, mit der Performance einer Nvidia und Co. mithalten zu können. Es ist natürlich eine Situation, die erinnert mich tatsächlich jetzt langsam an die Jahre 99, 2000. Da war es ähnlich. Da ist nachher die Marktbreite auch fast komplett draußen gewesen und nur noch wenige große Unternehmen, wie zum Beispiel, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, eine Cisco gehörte mal mit zu den größtkapitalisierten Unternehmen in den USA oder eben auch eine Oracle oder eine Sun Microsystem. Die gibt es jetzt gar nicht mehr. Die sind übernommen worden. Solche Unternehmen sind eben damals eben auch als Leittiere gewesen und auf einmal hat sich das ganze Blatt gedreht. Das Problem ist nämlich auch hier, dass die institutionellen Investoren zunehmend gezwungen werden, ihre Portfolien entsprechend der Marktkapitalisierung und Gewichtung in den Indizes anzupassen. Das bedeutet also, wenn ich einen puren Nasdaq-Tracker habe oder ich bin halt ein passiver Fondsmanager und habe meine Benchmark, den Nasdaq 100, dann bin ich sozusagen gezwungen, mit jeder zunehmenden Marktkapitalisierung von zum Beispiel, genau, Bastian hat sie gerade eingeblendet, Microsoft, Nvidia, Apple, jeweils mitzugehen, ob ich es will oder nicht. Und dieser Kapitalfluss, der da stattfindet,
sorgt natürlich auch wieder dafür, dass das Ganze sich so ein bisschen wie so ein Perpetuum mobile nach oben bewegt. Und das löst sich oftmals dann auch von den tatsächlichen fundamentalen Bewertungsstellen. Wobei man aber sagen muss, mit den amerikanischen Aktien habe ich weniger tatsächlich aktuellen Problemen, in Anführungsstrichen, als mit dem deutschen Markt, weil in Amerika ist es tatsächlich so, da haben wir von der Wirtschaftsleistung her zum einen wesentlich homogeneres Feld. Also wir sehen knochentrockenen Arbeitsmarkt. Also da sind wirklich Arbeitskräfte gesucht und wir haben nahezu Vollbeschäftigung mit 3,7% Arbeitslosenquote. Da sind wir wirklich ein Träumchen von entfernt hier in Europa. Und wir haben natürlich auch insgesamt den Amerikaner an sich, der zumindest mal in den letzten Quartalen ein Stück weit auch wieder den Konsum für sich entdeckt hat, wobei das jetzt auch, da gehe ich gleich nochmal bei einem S&P 500 ein bisschen mehr drauf ein, momentan auch so ein bisschen das Zünglein an der Waage ist. Also wir haben zumindest mal ein Standbein, was begründen kann, warum die amerikanischen Indizes so hochgezogen sind. Wobei natürlich hier auch wieder die Frage ist, es betrifft ja nicht alle Branchen. Also wenn man auch hier in die Tiefe gehen würde, würde man sehen, dass es sehr, sehr viele Branchen und Sektoren gibt, die ganz krass underperformen, beziehungsweise überhaupt nicht diese Kursrallye mitgemacht haben, können sie auch nicht, wenn wir halt natürlich diese glorreichen sechs oder siegreichen sechs Unternehmen nur noch haben. Kurz auf den Gesamtmarkt S&P 500, tatsächlich, da sieht es so aus, dass die, wenn es zu einer Korrektur kommen sollte, was natürlich durchaus drin ist, entsprechend Inflation kommt wieder zurück in den Markt, das wäre ein Belastungsfaktor, den man nicht unterschätzen sollte, gerade angetrieben durch einen knochentrockenen Arbeitsmarkt in Kombination mit einem möglicherweise wieder anziehenden Konsum, dann haben wir eine klassische Nachfrage- und arbeitsmarktgetriebene Inflationssituation. Damit würde die Zinsfantasie weiter rausgehen. Und wir haben ja gesehen, was das bedeutet, wenn im Endeffekt von 167 Basispunkten auf 60, auf jetzt dann sozusagen 75 bis 100 ausgepreist wird. Das wird dann nervös. Also anders kann man es ja nicht formulieren. Das haben wir am Jahresanfang gesehen. Und es gibt natürlich auf der anderen Seite noch den Belastungsfaktor, dass die Unternehmensgewinne insgesamt das dann auch nicht widerspiegeln. Das heißt, dass dann die Inflation natürlich insgesamt dazu führt, dass die Kostenseite höher geht, dass die Unternehmensgewinne vielleicht oder beziehungsweise die Umsätze stagnieren. Dadurch haben wir eine klassische Zangensituation, dass im Endeffekt die Margen geringer werden. Das sind alles Dinge, wo man auch schon bei anderen Unternehmen, die jetzt gemeldet haben, sehen konnte, dass da die Investoren unheimlich nervös wären und sich sofort von den Aktien verabschieden, die dann teilweise 20, 25% an Kurswert verlieren. Ja, und das sind so Dinge, das zeigt eben auch nochmal gut auf, wie Börse auch funktionieren kann. Das heißt, man sollte als Investor, als Marktteilnehmer, auch Privater, immer gucken, in was für einer Marktphase bin ich. Es gibt Marktphasen, da ist es relativ nicht egal, aber da nehmen die Investoren das wohl also zur Kenntnis und reagieren nicht so heftig. Aber jetzt ist eine relativ hohe Nervosität einfach da und man zuckt hier ganz schön schnell mit dem Finger am Abzug, wenn man die Aktie entsprechend verkauft und hat dann eben wirklich massive Marktbewegungen drinne, die man vielleicht vorher gar nicht so gesehen hätte. Also das ist so ein bisschen der Punkt. Es wird ein sehr, sehr spannendes erste Halbjahr auf jeden Fall bleiben. Da bin ich auch in Amerika relativ sicher. Ich glaube aber, dass die Situation in Amerika sich als wesentlich komfortabler darstellt, tatsächlich gerade in den ersten 6 Monaten als in Europa. Ganz kurz von meiner Seite, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, Bastian. Es gab eine Frage, was genau mit der Marktbreite gemeint ist. Darauf will ich kurz eingehen. Im Endeffekt ist es so, dass aktuell oder viel der Rallye von wenigen Aktien getrieben wurde. Hier ist vor allem der KI-Sektor ein Markttreiber gewesen, aber viele andere Aktien, ja, fristen ihr Schattendasein und sind gar nicht mit in der Rallye dabei. Ja, also das für die Zuhörer, für die nicht ganz klar ist, was genau mit der Marktbreite gemeint ist. Und jetzt gerne an dich zurück, Bastian. Ja, vielleicht noch abschließend dazu, was ich halt bemerkenswert finde. Wir haben uns so viel auch letztes Jahr über diese Zinsgeschichte unterhalten. Und letztendlich die Skepsis, die man hatte für 2023, dass der Markt hier zu euphorisch war, hat sich ja als richtig herausgestellt. Es hat den Markt aber trotzdem nicht interessiert. Und genauso läuft es auch dieses Jahr erstmal. Ja, wir haben über 6, 7 Zinssenkungen gesprochen, noch zum Jahreswechsel, Holger. Und ich habe gesagt, nee, also das ist ja viel zu euphorisch. Ja, jetzt sind wir runter auf 3 gegangen innerhalb von einigen Wochen. Das hat den Markt vielleicht mal ein, zwei Tage interessiert und dann ging es wieder weiter. Ja, also das finde ich jetzt bemerkenswert, dass das weiterhin so abgetan wird. Das wollte ich noch dazu sagen. Also die Einschätzung war jetzt, glaube ich, richtig, dass man sagt, das war zu viel Euphorie, was die Zinssenkungen anbelangt, aber es hat eben keine Auswirkungen auf die Märkte gehabt. Zum Nickel nur ganz kurz, da können wir uns, glaube ich, alle auf die Schultern klopfen. Hatten wir ja zigmal drin letztes Jahr. Hat mir ja auch technisch sehr, sehr gut gefallen. Und ja, jetzt ist es soweit, das Allzeithoch ist erreicht. Ich würde hier als Trader auf jeden Fall mal auch was rausnehmen.
Und es wird auch hier wieder Konsolidierungen geben, wo man, denke ich mal, unter einem besseren Chance-Risiko-Verhältnis einsteigen kann als jetzt nach diesem Run. Obwohl man den Run jetzt gesehen hat, und ich muss auch sagen, ich kann mich wirklich noch genau daran erinnern, man kann in dem Chart genau sehen, wann wir die Ausgabe im letzten Jahr hatten, als wir den Nikkei zum ersten Mal besprochen haben, weil nämlich am Tag darauf ist er wirklich buchstäblich durch die Decke gegangen. Also von daher so gelaufen, wie du es damals auch gesagt hattest, zumindest von der Charttechnik her. Ganz spannend ist in Japan noch die Situation, dass die Unternehmen dort tatsächlich nicht teuer bewertet sind. Also das ist halt ein Phänomen, weil eben die viele Investoren einen ganz großen Bogen um asiatische Aktien explizit um japanische machen, weil eben durch die Zeitzone es ist für viele Investoren nicht möglich, ein eigenes Trading Desk aufgrund der Kostensituation dort zu haben, beziehungsweise eben marktnah zu reagieren. Das bedeutet dann, dass man sagt, okay, man verzichtet lieber auf das Angebot japanische Produkte, beziehungsweise Aktienanlagen oder Produkte auf japanische Aktien. Und das kommt aber natürlich zunehmend immer mehr in Frage. So, das heißt also, dass im Endeffekt viele japanische Unternehmen in dieser Form einfach nicht den Zugang zu entsprechenden Anlageuniversen gefunden haben. Das ist eben ein Grund dafür, dass wir momentan teilweise wirklich noch relativ günstige Bewertungsniveaus sehen. Der andere Punkt ist der ist ganz spannend. Wir sind sozusagen von der Zinspolitik, also man darf nicht vergessen, wir sind in Japan tatsächlich noch im negativen Bereich. Die Bank of Japan hat einen negativen Zins von 0,1%. Das macht sie, um den japanischen Yen abzuschwächen, um die Export- und Dienstleistungen japanischer Unternehmen im Außenwirtschaftsverhältnis einfach attraktiver zu gestalten. Sollte sich diese Zinspolitik ändern, wie wir es jetzt zuletzt in Europa und in den USA gesehen haben, dann kann genau der ähnliche Effekt passieren, wie zum Beispiel im Finanzversicherungssektor, wie wir es bei europäischen Bankaktien, amerikanischen Bank- und Versicherungsaktien gesehen haben. Das heißt, der japanische Markt, du hast recht, in der Marktbreite kann man durchaus, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, ist schon etwas übergekauft. Auf der anderen Seite gibt es aber tatsächlich einzelne Kausalgefüge oder Kausalitäten, die durchaus interessant sind, sprich in Richtung Banken, Versicherungswerte, die Parallelität zu den Ereignissen eben in diesen Branchen, auch eben zu Amerika und zu Europa, die ist tatsächlich gegeben. Gerade eben, wenn man eben sieht, von eventuellen negativen Zins in den positiven Bereich, da passiert eine ganze Menge bei den Unternehmensgewinnen aus dem Banken- und und Versicherungssektor. Das halt nochmal an dieser Stelle dahingehend genannt. Und was halt auch ganz spannend ist, last but not least, ist natürlich auch der Aspekt, dass die Unternehmen in der Anfangsphase von solchen Bewegungen nicht unbedingt sofort das an den Umsätzen merken, sondern ganz im Gegenteil. Der Yen wertet ja im Endeffekt dann auf gegenüber den anderen Währungen. Und das spielt teilweise den Unternehmen gerade zu Beginn dann auch ein Stück weit noch in die Karten rein. Der Effekt lässt dann aber relativ schnell nach. Aber das ist halt auch ein Grund, warum man nicht gleich Angst haben sollte, wenn eben die japanische Notenbank, die Bank of Japan, die Zinsen anhebt. Dann eben nochmal dran denken, ah, der Lipko stimmt, hat am 28.02. ja darüber schon mal ein bisschen referiert. Und von daher könnte das und das passieren. Sprich, mal auf Bank- und Versicherungswerte schauen in Japan. Also man sieht hier, ja, es gab immer mal wieder Phasen, wo es mal 2 Wochen ein bisschen rumgependelt ist, konsolidiert hat. Also sollte man beispielsweise in den 38.000er Bereich oder ähnliches mal runtergehen, wenn der Markt mal durchschnaufen sollte. Tendenziell gehe ich davon aus, dass es sich weiter fortsetzt. Also ich sehe jetzt die Bewegung nicht als beendet an, aber zumindest mal die letzte Teilbewegung als relativ fertig. Deswegen würde ich hier auch ähnlich wie bei den anderen Indizes erstmal die Konsolidierungen abwarten. Damit kommen wir zum nächsten Block. Da könnt, Ganz kurz, ja. wenn ich kurz ein. Kurze Zusammenfassung beziehungsweise kurze Frage noch. Seht ihr bei den US-Indizes, ein kleiner Schritt zurück, nun eventuell eine Shorting-Möglichkeit an dieser Stelle? Oder eher vorsichtig? Wie seht ihr die aktuelle Lage? Also von, ach so, sorry, nee, mach du erstmal Charttechnik, genau. Nee, also kannst du gerne was sagen? Also ich sehe es eher neutral aktuell kurzfristig, ja. Deswegen. Also, was wir halt in der letzten Zeit sehr stark gesehen haben, ist, dass wir gerade in den USA, einen starken algorithmisch getriebenen Handel sehen, und da sind halt 70 bis 80% der Modelle, die dort eingesetzt werden, trendorientiert. Das hat man vielleicht auch gemerkt, wenn man schon so ein bisschen länger an den Börsen agiert, so 20, 25 Jahre, vielleicht auch schon Trader ist, dass sich in den letzten 10 Jahren ja, wie soll man sagen, die DNA des Marktes geändert hat. Das heißt, früher konnte man als Contrarian sehr gut agieren. Das heißt, man hat einfach gegen den Trend mal gehalten, weil man einfach gewusst hat, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis der mal korrigiert. Jetzt ist aber so, dass so eine
Algorithmen oder ein Algorithmus, dem ist das vollkommen egal. Der kauft so lange, bis entsprechend deine Vorgaben nicht mehr erfüllt werden. Und da geht es nicht unbedingt um Bewertungsstände bei den Unternehmen oder Märkten. Da geht es einfach darum, ob der Trend intakt ist. Und das sieht man auch in der Abwärtsbewegung. Dadurch entstehen ja auch Flash-Crashs. Die werden also verkauft, bis so eine Aktie nur noch einen Cent wert ist, weil der Trend noch intakt ist. Hört sich kurios an, ist aber tatsächlich so. Und deswegen wäre ich hier mal so ein bisschen vorsichtig. Also ich würde wirklich dann eher von der technischen Seite, vielleicht kann der Bastian dazu gleich oder wird sicherlich was dazu sagen, immer abwarten, bis man wirklich eine ganz klassische Ermüdungserscheinung sieht. Also wirklich ein, ich sage jetzt mal profan, ein Trendbruch. Weil dann kann man davon ausgehen, dass die Algos auch anfangen, diesen Trendbruch zu spielen. Solange das nicht passiert, würde ich, wie gesagt, Contrarian hat in den letzten Jahren eigentlich nur Geld gekostet. Also ich bin auch zur Erklärung noch, ich bin auch deswegen jetzt vorsichtig, wenn ich halt sehe, ich habe im DAX eine Projektionsmarke und ich habe im S&P eine und vielleicht im Nasdaq und dann reicht das vielleicht gerade mal intraday für einen leichten Rücksetzer und dann wird es wieder überrannt. Dann muss ich halt einfach auch als Analyst ein bisschen vorsichtiger sein. Dann ist irgendwas im Busch, ja, dann passt irgendwas von meiner Analysemethode auch gerade nicht oder so. Also deswegen, wenn ich sehe, das funktioniert aktuell nicht so gut, der Markt ist doch noch mal stärker, dann sollte man einfach sich zurückhalten. Merkt euch einfach vielleicht die 5-1 im S&P, da kommt einiges zusammen, meiner Ansicht nach. Und dann eben diese 5-2-20, die ich jetzt genannt habe, das ist jetzt auch nicht so weit entfernt. Also da würde ich schon sagen, dass es sich auch hier erstmal auspendeln könnte. Zweiter Bereich, Währungen, Rohstoffe. Wir haben gesagt, Bitcoin machen wir auf jeden Fall. Ja, also ich finde jetzt vielleicht noch ein Wort zu den Edelmetallen. Da hatte ich ja letztes Jahr mal gesagt, eine gewisse saisonale starke Phase stünde jetzt an, konnte man komplett vergessen. Ja? Also hat überhaupt nicht funktioniert dieses Mal. Gebe ich auch ganz gern, oder was heißt gerne, aber ich gebe es klar zu. Diese saisonal starke Phase wäre jetzt auch Mitte Februar ausgelaufen und weder Palladium, Platin hat irgendwie auch nur ansatzweise davon profitieren können. Also ein gutes Beispiel, dass es natürlich sich lohnt, saisonale Auswertungen anzuschauen, aber dass es dennoch, wenn man ein spezielles Jahr sich anschaut, auch komplett konträr laufen kann, wie wir es jetzt auch im DAX sehen, der nach Saisonalität das seit Februar eigentlich zurücksetzen müsste. Gold, denke ich, wird viele interessieren. Ich sehe das als bullische Konsolidierung aktuell an. Könnte mir vorstellen, dass das durchaus dann auch auf Sicht einiger Wochen wieder aufgelöst wird. Aber die Marke, die auf Wochenschlusskursbasis überschritten werden muss, bleibt bei 2075. Kann ich mich also kurz fassen, wer Testposition eingehen möchte, okay. Ein formales Kaufsignal liegt bei Gold definitiv nicht vor. Genau, spannend bei Gold halt auch weiterhin, dass natürlich der Charakter eigentlich eines Inflationshedge sich aus meiner Sicht heraus gar nicht aus den Märkten rausnimmt. Also ich finde es ganz spannend, dass der wirklich auch gerade das Gold als Edelmetall eben derzeit eine ja, relative Stärke, nenne ich es jetzt mal, zur Gesamtsituation ausbildet, die beachtlich ist. Und ich glaube auch, dass das eine Art Stärke ist, die sich zeigt, die einfach darauf hindeutet, dass wir hier tatsächlich noch mehr erwarten können. Wir sehen es ja bei den Goldminenwerten an sich, die ja wirklich Probleme teilweise auf der Tragseite haben durch die gestiegenen Kosten und den geringeren Nachfragen. Aber eben, wir sehen es eben gerade im Endeffekt im Terminmärkten, eben im Gold, dass da eben doch eine sehr, sehr starke Kaufkraft noch im Markt ist oder beziehungsweise Hand, die sozusagen oder Hände, die eben im Endeffekt dort Schwäche kaufen und sich halt wirklich weiterhin ja relativ stabil positionieren, habe ich in der Form auch selten gesehen, weil oftmals haben wir eine sehr starke Sensitivität gerade zu den Themen Disinflation, ja geopolitische Ereignisse und natürlich auch den festen Dollar. Das darf man halt auch nicht vergessen und das wird momentan größtenteils wirklich massivst ignoriert und dass sich Gold so lange über 2000 US-Dollar halten kann, muss ich sagen, beachtlich. Und wenn ich das von der fundamentalen Seite betrachte, habe ich da immer ein Ausrufezeichen hinter und denke, Vorsicht. Also wer wirklich mit Stops hier arbeiten möchte für Testposition, da hat man jetzt das Wochentief oder zugleich auch das Jahrestief mit 1984 als gute Marke und wie gesagt Aufstockungen oder größere Engagements erst über 2075. Es ist insgesamt sehr viel angeschlagen hier im Edelmetallbereich. Jetzt ist die Frage, was ihr euch noch gerne rauspicken wollt. Wir vielleicht noch ganz gut zum Nikkei.
die Parallele im US-Dollar-Yen. Da hat man eine ganz klare Marke, die man hier ausgeben kann. Das ist 151,94 hier. Also das sind hier diese Hochpunkte aus den Jahren 2023, 2022, wo wir drüber gehen müssen. Schaut euch US-Dollar-Yen auch immer noch mal gerne im Vergleich zu Gold an. Da gibt es ja eine gewisse Korrelation und deswegen, ja, wir könnten das noch erreichen, aber solange das natürlich nicht überschritten wird, liegt kein großes Kaufsignal bei US-Dollar-Yen vor. Ich habe jetzt US-Dollar-Yen genommen, weil ich es ehrlich gesagt charttechnisch spannender finde mit diesem klareren Trigger im größeren Bild als jetzt derzeit Euro-US-Dollar, wo viel Wischiwaschi ist. Ja. Dann haben wir gesagt, also hier Euro-US-Dollar hier noch ganz kurz, man sieht es, also mit Ach und Krach hangelt man sich da so an so einer Aufwärtstrendlinie entlang, aber das ist doch derzeit viel hin und her und habe ich jetzt keine klaren Signale hier. Und deswegen würde ich sagen, vielleicht noch ein Blick auf Öl. Öl ist in der Ausgangsbasis, wo ich rein charttechnisch sagen würde, es staut sich hier gewisser Druck an und es ist durchaus denkbar, dass dieser Deckel mal fliegt. Also rein von der Betrachtung her, bin jetzt gespannt, was Andreas fundamental sagt, ob das möglich wäre. Würde ich sagen, dieser Deckel könnte in den nächsten Tagen gesprengt werden. Roundabout beim Brent bei 83 Dollar und dieser rote Balken hier eventuell erreicht werden bei 87, 65 bis 89 Dollar. Nochmal, hier liegt natürlich noch kein Kaufsignal vor. Es ist eher eine Ableitung des Musters, dass man sagt, man hat jetzt diesen Ausverkauf gesehen, den starken Konter. Seither dann so eine dreiteilige Konsolidierung. Also ich würde es so interpretieren, als dass sich hier Kaufdruck anstaut. Bin gespannt, wie es der Andreas sieht. Ja, ganz spannend, genau. Also im Endeffekt ist es ja so, dass gerade die Energieträger weit im Vorfeld eben von klassischen konjunkturellen Aufhellungsphasen gekauft werden. Das heißt dann, dass ja wenn die Indikationen in den Markt kommen, dass es der Konjunktur wieder besser geht, dann ging es ja bei den Unternehmen schon besser. Das heißt, wir haben ja hier klassische eher nachlaufende Indikatoren, die ja dann in die Märkte kommen. Im Vorfeld haben die Unternehmen natürlich, weil ja dann die Produktion wieder besser läuft, entsprechend ja, bereits schon die Rohstoffe gekauft. Deswegen ist es immer ganz wichtig, sich die Rohstoffe, die klassischen, wie zum Beispiel Energieträger, Brent, WTI oder auch im Industriemetallbereich, zum Beispiel Kupfer, Platin, Palladium als klassische Katalysatoren, mal immer so ein bisschen auf die Watchlist zu nehmen, weil man damit schon so ein Gefühl auch entwickeln kann, wie sich auf der fundamentalen Seite die Situation darstellt. Und tatsächlich ist es so, das würde auch so ein bisschen ins Bild passen, dass man zumindest mal projiziert für die zweite Jahreshälfte eine Erholung für die europäische Konjunktur angetrieben bzw. befruchtet durch natürlich auch eine gewisse Binnenmarktstärke in China. Da wird nämlich in der nächsten Woche das ganz spannend, da wird am 5.3. der, ich sage jetzt mal, Parteitag in China stattfinden und da nehmen halt viele auch an, dass da im Endeffekt Stimulationsprogramme für die chinesische Wirtschaft bekannt gegeben werden. Das würde nämlich dann auch bedeuten, dass das so ein klassisches von der Fundamentalseite aus gesehenes Startsignal sein könnte. Weil wenn das kommen würde, was macht jeder Trader-Investor? Der macht genau dieses Kausal oder setzt genau diese Kausalität um. Man kauft Rohstoffe, wenn man es dann halt von seinen Anlagerichtlinien oder Trading-Richtlinien kann. Setzt natürlich darauf, dass die als erstes losgaloppieren, Industriemetalle und so weiter, und setzt dann nachher erst im späteren Zeitpunkt dann direkt auf Aktien beziehungsweise im größeren Stil, um eben genau diese Verwertung von solchen makroökonomischen Bildern entsprechend umzusetzen. Vorher spielen noch die Währungen eine Rolle, aber würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Also deswegen finde ich ganz spannend. Also ich bin ja jedes Mal hier auch, gehe ich mindestens einmal überrascht raus, wie klar sich so eine charttechnische Sichtweise, und ich glaube ja nicht, dass Sebastian sich gerade darüber so Gedanken gemacht hat, mit so einer fundamentalen Betrachtungsweise decken. Und da bin ich gespannt, ob das wirklich aufgeht und werde das in der nächsten Woche auf jeden Fall mal im Kopf haben. Und nächste Mal auf jeden Fall, wenn wir wieder hier zusammenkommen, werden wir das garantiert überprüfen und rückchecken. So, der Bastian, der ist stumm. Und Ah da ja, ist er. okay, jetzt bin Jetzt ich wieder da. Entschuldigung. er Nur ganz kurz, ich würde hier, da das Signal noch nicht vorliegt, nie mit einer vollen Positionsgröße reingehen. Ja? Also vielleicht mal die halbe Positionsgröße, den Stopp kann man sehr gut hier auch unter das Tief platzieren. Und erst wenn das Signal da ist, ist dieses Setup dann auch aktiviert. Es ist leider immer wieder so, dass man dann mit Setups konfrontiert wird. Sagen wir mal, fällt jetzt dann in den nächsten Tagen deutlich zurück und dann sagen die Leute, ja, was hat er denn da von sich gegeben? Ich muss halt
mit Bedingungen arbeiten. Wenn ich das Signal noch nicht habe, ich kann sagen, ich würde es erwarten. Wahrscheinlichkeit sehe ich als ganz gut an. Solange es aber noch nicht ausgelöst wird oder ist, muss ich auch letztendlich nicht agieren. Haben wir noch den Bitcoin? Da kommen wir heute natürlich nicht drum rum. Ganz klar $60.000, liebe Leute, $60.000 zum Jahreswechsel 2022, 2023 waren wir noch hier unten im Sumpf bei 15.000 plus X. Ich habe selbst eine Position in Bitcoin, deswegen freue ich mich natürlich, wenngleich man dann immer selber dann feststellt an solchen Tagen, dass so gewisser Euphoriefaktor dann dabei ist. Ja, wenn ich das selbst an mir feststelle, dann dauert es oftmals nicht lange und tatsächlich war es auch heute wieder so Intraday, dass wir mit den Kollegen geschrieben haben, so nach dem Motto, ihr müsst schon mal die Artikel vorbereiten beim Allzeithoch, ja, dass wir da ganz schnell was auf der Seite haben und glaube kurz danach hat es dann richtig gescheppert. Das war halt mal wieder ja, ein wunderbares Beispiel, dass dann 8% in kurzer Zeit der Bitcoin auch zurückgesetzt hat. Dennoch ist es natürlich überragend, auch wieder jetzt die Performance allein schon seit Jahresanfang wieder. Und ja, ich habe es gestern in dem Video gesagt, vielleicht noch als ganz spannender Hinweis, der Abgleich zu den Miner-Aktien ist immer ganz interessant. Und die Miner-Aktien haben meiner Ansicht nach schon einiges vorweggenommen und kommen seit ein, zwei Tagen nicht mehr so richtig mit. Gerade heute haben teilweise die US-Miner-Aktien gar nicht reagiert. Und mein Szenario wäre jetzt dieses, dass wir hier eine gewisse Sequenz beendet haben. Würde bedeuten, dass wir durchaus jetzt auch mal wieder eine Verschnaufpause sehen, wenn das richtig ist. Ich sehe eigentlich nur eine Variante, nämlich die einer kompletten Beschleunigung, dass wir hier eine doppelte 1-2 nach Elliott-Wellen hätten, dann würden wir wahrscheinlich in ein paar Tagen hier oben stehen. Ja, also das wäre dann wirklich eine extreme Beschleunigung nochmal. Also vielleicht für die Techniker, die sich auch ein bisschen mit Elliott-Wellen beschäftigen, ich sehe hier eher eine 1, 2, 3, 4, 5 so als beendet an, vielleicht sogar mit dem Hoch heute beendet an und wieder eine Konsolidierung. Aber falls es jetzt überhaupt nicht stoppt und wir enormes Tempo sehen, dann ist es hier eine doppelte 1-2 und dann, ja, puh, also dann gehen ja auch langsam die Ziele aus. Natürlich haben wir das Allzeithoch hier ganz klar. Und ja, ich bin gespannt, wie es der Andreas sieht, ob er vor dem Halving, ob er da noch neue Allzeithochs erwartet. Also ich freue mich natürlich über die Position. Und ich denke, auch viele unserer Leser sind ja auch mit dabei. Wir haben ja regelmäßig den Krypto-Check auf unserer Seite, wo der Kollege ja eigentlich seit Wochen auch sehr positiv die Kryptos analysiert hat. Na, spannend ist natürlich, wir hatten uns ja im Vorgespräch zu dieser Sendung schon darüber unterhalten, was will man fundamental groß sagen. Es gibt aber einige Dinge, die tatsächlich interessant sind. Zum einen, Bastian hat es gerade gesagt, das Bitcoin-Halving findet ja im April statt. Wir hatten aber auch andere Indikationen, die dahingehend schon so einen kleinen Hinweis darauf gegeben haben, was in diesem Jahr im Bitcoin passieren kann. Und zwar natürlich die Zulassung der ETFs von BlackRock und Co. eben auf dem Bitcoin, sprich eben natürlich im entsprechenden Cashmarkt und nicht im Terminbereich. Und das zeigt natürlich auch, dass solche Ereignisse, die kommen ja nicht von ungefähr. Also hier sind ja natürlich eine Menge smarter Leute, gerade an der Wall Street beschäftigt, die natürlich sich im Vorfeld ein Umfeld anschauen, einen gewissen Bedarf bei Investoren feststellen, die im Vorfeld einfach nicht in Bitcoin investieren konnten, weil es keine Darstellungsmöglichkeit gab, die konform für Anlagerichtlinien galt. Das heißt, eine Wallet, so wie wir vielleicht als Privatkunden oder Anleger das machen können, ist halt im institutionellen Bereich in dieser Form nicht möglich, weil man eben ganz viele Probleme hat von der Regulatorik, von Bilanzierung und aufsichtsrechtlichen Themen, die einfach nicht dahingehend erfüllt werden können. Deswegen ist natürlich dieser ETF, diese ETF-Auflage so eine Art Befreiungsschlag und Ritterschlag insgesamt für die Kryptoszene, sprich hier für den Bitcoin gewesen, auch wenn jetzt die viele Bitcoinianer oder Nerds mich wahrscheinlich dafür erschlagen würden für die Aussage. Aber es ist halt so, rein aus der Trading-Sicht heraus oder beziehungsweise von der fundamentalen Seite her ist es wirklich eine Art Self-Fulfilled-Prophecy, was wir hier gesehen haben. Wir hatten uns im letzten Jahr darüber unterhalten, dass genau das eben passieren kann. Wir haben eine Institutional-Dominanz drin. Das bedeutet also, über die Hälfte aller handelbaren Bitcoins befinden sich in den Händen von institutionellen Investoren. Das heißt, der Charakter von eben den klassischen Retail-Investoren, Privatanlegern ist draußen. Und das zeigt, dann sieht man oftmals,
in solchen ja, technologischen Entwicklungen, ob es jetzt damals der Dotcom-Boom Internet war, ob es jetzt viele, viele andere größere Errungenschaften, also wirklich große Zyklen war. Der erste Boom, den gucken sich die Institutionellen meistens erstmal an, lehnen sich gemütlich zurück, lassen den ganzen Markt nochmal zurückkommen. Und wenn sie dann sehen, dass da eine Validität hinter ist, also dass da wirklich eine gewisse ja, Nachhaltigkeit und wirklich Skalierbarkeit drin ist, dann steigen sie erst im Endeffekt ein. Und das haben wir dieses Mal auch gesehen. Also ich will jetzt hier nicht als zu catchy und allzu bullisch wirken, aber ich glaube tatsächlich, dass wir noch wesentlich weiter in diesem Jahr ansteigen könnten, zumindest von der Ausgangssituation fundamental. Ich will ja gar keine Kursziele im Endeffekt nennen, weil das auch sekundär ist. Also es geht ja hier wirklich darum, wer sich mit Bitcoin auseinandersetzt, der hat ja auch einen ganz anderen Ansatz da drin, als jetzt wirklich diesen klassischen Anlageansatz. Zumindest mal interessiert man sich für die Technologie, die dahinter steht. Und ja, wenn man das mal so ein bisschen für sich verinnerlicht und begriffen hat, dann waren oder sind diese Ereignisse, wie wir sie gerade sehen, durchaus vergleichbar mit vielen, vielen anderen, in Anführungsstrichen, Superzyklen, die sich in den letzten Jahren auch schon ergeben haben. Ich sage mal hier so Stichwort Internet und so weiter, Anwendungen, die daraus ergeben. So ähnlich würde ich es halt auch sehen. Und das ist halt ganz spannend, vor allen Dingen, weil man hier auch eine sehr hohe Korrelation zu dem Nasdaq, also zu den Technologieaktien, sieht, weil natürlich viele, die dann entsprechend Geld bei den Tech-Aktien gemacht haben, einfach auch Gewinne mitnehmen und die dann eben in die Technologie entwickeln, sprich in Bitcoin. Und Bitcoin ist eine Möglichkeit, direkt in die Blockchain-Technologie investieren zu können, davon profitieren zu können. Und das sehen wir momentan. Also von daher sind so diese Aspekte, wenn man das Ganze mal so ein bisschen einzuordnen, oder einordnen will, durchaus möglich. Und man kann das dann entsprechend natürlich auch von der fundamentalen Seite aus her machen. Also trading-technisch auch hier, auch wenn ich mich wiederhole, das ist für mich kein Setup, was ich jetzt handle, wenn der Stopp hier unter dem Tief so weit weg ist. Ich liebe es eher, wenn ein Wert wie hier zuletzt, da war ja auch die Chance da, ganz ehrlich, auch hier war die Chance da. Es gab diese Pausen, bisschen durchschnauft, dann eine schöne Konsolidierungsformation ausbildet und wenn es knapp unterm Allzeithoch ist und dann weiter steigt, das sind für mich eigentlich handelbare Setups. Ja, jetzt haben wir sehr viele Aktien noch vor der Brust. Sagt mir einfach, was ihr gerne auf jeden Fall besprechen wollt, weil Charts habe ich jede Menge. Olga, wünscht dir was? Ja. Ja, wir hatten ja uns im Vorfeld auch da schon Gedanken gemacht, was wir uns anschauen und das auch nicht ohne Grund an der Stelle. Und ja, du hattest noch den Titel gewechselt, aber mich würde es interessieren, warum? Wir hatten die ASML, die du uns noch reingerufen hast. Und ich bin Genau. mir sicher, du hast einen guten Grund dafür. Genau, ASML finde ich ganz spannend, weil das immer so ein Titel ist. Man unkt immer auf der einen Seite, dass Europa in gerade was so die KI-Technologie angeht, so hinten dran hängt. Aber man guckt, vergisst ja eigentlich, dass die ASML ja sozusagen die Mutter aller Halbleiterunternehmen und natürlich damit auch der aller Halbleiter Chip-Anwendungen oder beziehungsweise Chip-Produktionen darstellt. Und demzufolge fand ich das nochmal ganz spannend, weil ich halt gerade auch jetzt in dieser Woche mehrere Interviews gegeben habe, wo es immer wieder darauf hinauslief, ob wir den Zug nicht verpasst haben und dergleichen. Und ich sehe das halt dahingehend nicht. Ich glaube wirklich, dass eine ASML gerade interessant ist für Anleger, Anlegerinnen, die eben wirklich sagen, ja, ich finde die KI-Technologie interessant, verstehe das aber vielleicht nicht so richtig, was Nvidia und Supermicro und wie die nicht alle heißen da machen, will aber trotzdem irgendwie davon partizipieren. Da hat man wirklich die Möglichkeit, über zum Beispiel eine ASML davon ganz charmant eben auch mit von der Partie zu sein. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie damals mit dem Wasserstoffthema und einer Linde. Ja, da hat man eben im Endeffekt auch eine galante Möglichkeit gehabt, so ein bisschen davon zu profitieren, aber nicht voll ins Risiko zu gehen. So ist es bei einer ASML im Endeffekt auch. Und das ist halt auch ganz spannend, was sich da so tut. Die sind wirklich gerade was die Maschinenherstellung eben für den Bereich Chipherstellung angeht, ganz weit vorne, gehören mit wirklich zu den Who is Who der besten Unternehmen in diesem Bereich und haben jetzt auch vor kurzem ein neues Geschäft beziehungsweise einen neuen Auftrag für Intel an Land gezogen, um eben da auch nochmal neue Maschinen zu produzieren, damit Intel auch dahingehend den Anschluss eben an diese neuen Entwicklungen machen kann. Also von daher fundamental finde ich ASML wirklich spannend und habe die eben deswegen nochmal mit reingenommen, weil ich so dachte, hey komm, man unterhält sich immer nur über die Bekannten, wenn man oder die großen Größen eben in diesem Sektor und vergisst immer so ein bisschen, dass es eben auch in Europa tatsächlich da ein interessantes Unternehmen gibt. Und deswegen habe ich die mit reingenommen. Ich muss mich erst mal kurz entschuldigen, warum ich da so rumhantiere. Ich habe gesehen, manche Charts, ich habe zwar die alle bearbeitet, aber irgendwie hatte da
habe ich vergessen zu speichern oder ähnliches, waren da noch teilweise alte Geschichten drin, deswegen habe ich es jetzt einfach nochmal neu bearbeitet. Also ich würde mal zwei mögliche Kaufmarken vielleicht nennen bei ASML. Das wäre der Bereich 828 und 777 Euro, ja, also klassische Rücklaufmarken, wo die letzten Tiefs und das alte Allzeithoch liegen. Das fände ich spannend. Wenn jetzt auch hier der Markt keine Ruhe gibt und wir wirklich weiter nach oben pressieren, dann ist hier der 880er Bereich eine potenzielle prozyklische Kaufmarke. Wer da nicht davor zurückschreckt, sozusagen nochmal einfach drauf zu springen, das kann man technisch sagen. Aber ist natürlich ein hochspannender Wert und wir können froh sein, dass wir auch in Europa solche Firmen natürlich haben, ganz klar. Gehen wir nach Deutschland. Eine Münchner Rück haben wir. Ja. Das ist die Münchner Rück. Wer hätte es gedacht? Es hat jetzt nichts mit KI zu tun, aber es ist trotzdem sehr dynamisch und hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Das ist jetzt hier der Monatschart und man muss sehr, sehr weit zurückgehen. Ja, 2000, im Jahr 2000 haben wir hier das Allzeithoch ausgebildet bei 379,40, wenn mein Chart hier stimmt, knapp. Und ja, wir haben es tatsächlich geschafft, im letzten Jahr im Q4 dieses Allzeithoch rauszunehmen, haben dann ein, zwei, drei Monate korrigiert und sind jetzt weiter voll im Aufwärtstrend drin. Ja, es gibt hier durchaus mögliche Ziele noch für diese Aktie, wenngleich ich sagen muss, wir sind natürlich jetzt, wie man hier schon schön sieht, wenn ich hier, was, man kann sich ja nur mit Projektionen, Extensionen behelfen oder auch mit Trendkanälen. Man hat keine klassischen Widerstände mehr. Wir haben jetzt gemessen an der Vola hier im Jahr 2020 eine wichtige Marke erreicht, 427,30. Und ja, das nächste Ziel wäre dann erst im großen Bild über $500. Also auch hier würde ich tendenziell sagen, gerade jetzt, wer sich eine Münchner Rück wegen der Dividende etc. in ein Depot holen möchte, der sollte jetzt nicht in so eine Überhitzung was reingreifen, sondern auch wieder eher in Phasen, wo es dann auch mal zumindest ein paar Tage, Wochen Konsolidierung gibt. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber ich würde jetzt hier nicht hinterher springen, das muss man sagen, wenngleich der Trend voll intakt ist und ich mittel- bis langfristig auch davon ausgehe, dass sie weiterlaufen kann. Also wie gesagt, so der 500er Bereich wäre mittelfristig durchaus ableitbar. Ich glaube, ich hatte hier dann noch eine zweite Projektionsmarke, auch die dann auch in diesen oberen 400er Bereich reingeht. Und ja, also da kann man wenig dagegen sagen, was den Trend anbelangt. Wie gesagt, mir ist es halt auch hier kurzfristig etwas heiß gelaufen. Ja, Was bei sagt denn der Münchner. Zentrum? Genau. Sorry, bin jetzt Na, ich vorgefallen. bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Die Auswahl kam von dir. Genau, Münchner Rück finde ich auch spannend, weil wir immer wieder jammern, gerade im Aktienmarkt, die Auswahl ist nicht so groß, wir sind nicht so technologielastig, aber wir haben ja mit der Münchner Rück den größten Rückversicherungskonzern auf der Welt. Also das darf man halt nicht vergessen. Die Münchner Rück macht wirklich, oder das Management und die Mitarbeiter dort machen wirklich einen hervorragenden Job. Man sieht es ja halt hier, Bastian hat ja gerade gezeigt, wir sind sozusagen ja wieder an den alten, damals vielleicht wirklich Übertreibungshochs in den 2000er Jahren. Da muss man halt auch sehen, dass natürlich solche Konzerne damals davon profitiert haben. Die hatten Aktienpositionen, die halt entsprechend hoch bewertet wurden durch eben die Aktienhäuser, die wir damals gesehen haben, die Spekulationsblase. Das ist ja jetzt gerade nicht der Fall. Und ich finde auch immer ganz spannend bei solchen Konzernen, bei den Rückversicherungskonzernen, da hat man oftmals so den Eindruck, oh, was für ein dröges Geschäft. Und wenn da eine Umweltkatastrophe oder eine Naturkatastrophe kommt, dann müssen die immer so viel zahlen und das ist doch ein hochriskantes Geschäft. Genau das ist ja der Irrtum. Guckt euch mal die Depots zum Beispiel von den erfolgreichen Investoren wie Warren Buffett und Co. an. Die haben wirklich richtig, richtig viel Rückversicherungskonzerne drin, weil das sind die Konzerne, die können Risiken einschätzen. Und was die ja machen, ist, dass die das Risiko, klar gehen die ein Risiko ein, was natürlich dann auch entsprechend Geld kosten kann, aber die machen das ja über die Prämienzahlen und so, dass sich das im Endeffekt über die Jahre hinweg amortisiert und die damit wirklich große Gewinne machen. Und das ist halt das Spannende, dass man eben hier wirklich eine Möglichkeit hat mit so einem quasi, ich nenne es jetzt mal Witwen- und Waisenpapier, haben wir früher mal in der Bank gesagt, ja, wo dann sozusagen kaum Nachricht rüberkommt, die kommen irgendwie viermal im Jahr mit Quartalsergebnissen raus, da kommt kein heißer Scheiß um die Ecke, keine neue Erfindung, nichts, ja, also eigentlich im Endeffekt tot, langweilig. Die Analysten in dem Bereich, die haben auch immer irgendwie
eher Langeweile gehabt, weil die halt immer schon wussten, okay, ja, was will man da groß machen? Aber im Endeffekt ist es halt auch so, dass man selbst mit so einen Aktien eigentlich schöne Gewinne an den Börsen machen kann. Man kann auch verhältnismäßig ruhig schlafen, also wenn man das dann überhaupt kann, wenn man Aktien im Depot hat. Aber das ist halt so ein bisschen der Punkt. Deswegen fand ich es auch ganz spannend, jetzt auf die Zahlen nochmal direkt einzugehen, macht, glaube ich, wenig Sinn. Die haben halt übertroffen. Es wird eine Dividendenanhöhung, 15 Euro pro Aktie gezahlt. Also wer so eine Aktie hat, das ist wirklich so ein Ding, das kann man quasi wie eine Patek Philippe vererben, wenn man so will. Natürlich sollte man hier Risikoaspekte betrachten, mit entsprechenden Stop-Loss-Arbeiten und so weiter, das ist klar. Aber langfristig sind solche Aktien wirklich wahre Perlen, also Hidden Champions. Anders kann man es, glaube ich, nicht formulieren. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich gerne einen Sprung über den Ozean machen. Ich hoffe, das mit euch beiden d'accord. Ja, wollen wir, Bastian? Wir haben nämlich die Gerne. Aktie der Aktie, also beziehungsweise die Aktie, die selbst bei uns auf dem Handelsfloor letzte Woche viel Aufregung erzeugt hat. Also da war wirklich, ja, nach den Zahlen ganz gespannte Atmosphäre, obwohl es 8 Uhr noch beim Frühstück war. Was habt ihr zu Nvidia zu sagen? Fang du mal an, Andreas. Ist ja gemein. Ja, also ich muss sagen, mittlerweile, also gut, ich bin ja schon reiferen Alters, aber tatsächlich kann ich sagen, dass ich schon seit etlichen Jahren Fanboy von Nvidia bin, aber ganz klar diesen Ritt nicht mitgemacht habe. Ich finde es einfach nur herrlich, weil man an dem Unternehmen einfach sieht, wie wichtig es ist, wirklich ein gutes Management-Team in einem Technologiekonzern zu haben, die wie alle möglichen Megatrends mitnehmen. Ob es damals das Gaming war, Blockchain-Technologie, ob es jetzt die KI-Technologie im Bereich eben Datenrechenzentren, also Serverbereich und so weiter sind. Da ist Nvidia einfach mega positioniert. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt wirklich, weil man versteht und Annahmen trifft und Unternehmensentscheidungen trifft, um eben sich in solchen Märkten zu positionieren und auch nicht halb sein, sondern wirklich mit voller Kraft. Und das ist genau der Punkt. Ich kann mich noch daran erinnern, das war vor 2 Jahren, als ihnen Nvidia gesagt hat, ja, wir gehen in den Bereich Rechenzentren raus. Da haben viele Analysten die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, um Himmels Willen, so ein Bereich ohne Wachstum noch groß. Ja, dröge, langweilig. Was will man da machen? Gut, 2 Jahre später sind wir alle schlauer, dass das im Endeffekt die Ausgangsbasis für die ganzen KI-Anwendungen im Endeffekt ist und war. Zeigt einfach, wie gut hier das Management eben auch agiert. Und das ist halt auch ganz wichtig, dass man, wenn man eben in Technologieaktien investiert, dann oder generell in Aktien investiert, immer auf das Management schauen. Das ist mit eines von der fundamentalen Seite her die wichtigste Komponente, weil es bringt wenig, wenn man ein Unternehmen hat, was vielleicht mal so ein Lucky Shot, ein One-Year-Wonder ist, also irgendein Produkt auf den Markt bringt, damit man kurzfristig Geld verdient, aber das nicht schafft, über die Zeit hochzuskalieren, beziehungsweise dann eben natürlich auch auf andere Trends entsprechend zu adaptieren. Aber Nvidia kann das, ist wirklich ein Top-Unternehmen und deswegen bin ich auch ganz froh, das mit reinzunehmen. Und was wirklich der Hammer ist, die haben ja selbst die kühnsten Erwartungen geschlagen und beim letzten Mal, deswegen auch dieser massive Kurssprung, man muss sich das mal vorstellen, 10% Kurssteigerung nachbörslich hat eine zusätzliche Marktkapitalisierung von 277 Milliarden US-Dollar bewirkt. Das ist komplett SAP und ich glaube BMW noch dazu. Also zwei DAX-Konzerne sind sozusagen durch die Zahlen an Marktkapitalisierung in diesem Konzern aufgegangen. Und das war natürlich auch der Grund, die Prognose und die Aussagen da drin, die zeigen einfach auch nochmal, wie viel Power wirklich da drin steckt und wie auch die das antizipieren, dass die eben wirklich sagen, ja, der erste Boom ist erstmal vorbei, aber jetzt geht es in die Marktbreite. Das heißt also, wir haben den ersten Investitionszyklus, den ersten Zyklus jetzt gesehen. Aber was jetzt kommt, geht eben, wie gesagt, in die Situation rein, dass Unternehmen anfangen, das für Effizienzen, Synergien zu nutzen. Die brauchen dafür die Halbleiter, die entsprechende technologische Ausrüstung und Nvidia liefert das. Also ja, es wird sicherlich eine Korrektur kommen, bin ich mir relativ sicher, wird wahrscheinlich Bastian gleich was dazu sagen, aber langfristig, perspektivisch gesehen, ist Nvidia auf jeden Fall hier, glaube ich, einer mit der meist oder der Unternehmen, die davon am meisten profitieren werden. Ja, also ich denke, das zeigt ja wieder, dass man in den Einzelaktienbereich durchaus reingehen kann. Meine Markteinschätzung war ja falsch jetzt in dem letzten Webinar, aber wenn man sich dann anschaut, wie sich einzelne Aktien entwickelt haben, wir hatten ja zum Webinar schon das Kaufsignal mit dem Ausbruch über den Widerstand, dann ist eben der Nvidia sehr gut gelaufen, während der Tesla zum Beispiel gefallen ist. Also da bin ich eigentlich mit meinen Aussagen ganz gut zufrieden. Ziele, die man genannt hat, sind natürlich überrannt worden, jetzt auch in der kurzen Zeit. Auch hier gilt auspendeln lassen. Wir haben jetzt hier eine kurzfristige Unterstützungen bei
$746 und dann auch nochmal bei $663. Das heißt, hier kann man sich Limits oder Kaufalarme mal reinlegen. Aber ja, das muss schon unter Chance-Risiko-Aspekten Trade gut aufgesetzt sein. Das würde derzeit eher weniger was hergeben nach dem Run. Verstaufen lassen und dann werden sich auch wieder neue Chancen ergeben. Die letzte Chance war eher prozyklischer Natur, hier den Ausbruch nach einer, ja, auch 10-Phase hier, das darf man nicht vergessen. Sie hat sich hier auch ihre Auszeit genommen über mehrere Monate, da dann das prozyklische Kaufsignal zu nutzen. Also ich denke, dass sie mittel- bis langfristig, also auf Sicht von einigen Monaten, auch die Vierstelligkeit erreichen kann, würde ich nicht ausschließen. Ich denke aber, dass sie dann in diesem Bereich auch schon technisch, fundamental, denke ich sowieso, aber technisch dann auch sehr, sehr ausgereizt dann daherkommt, wenn man beispielsweise mit langfristigen Trendkanälen arbeitet, etc. Ja, genau. Also ich springe direkt weiter. Genauso viel Aufregung hat die nächste Aktie bei uns letzte Woche erzeugt. Gerade bei den Hebelprodukten war es dann so, dass ganz schön geschwitzt wurde. Eine Supermicrocomputer. Vor 5 Jahren nie gehört. Nvidia kenne ich über die Grafikkarten, aber da war es ja auch wild die letzten paar Tage. Kann man so sagen, ja. Vielleicht schicke ich mal noch was vorweg, genau. Also Supermicro ist für mich ein Unternehmen, was so ein bisschen im Fahrwasser natürlich dieser ganzen Entwicklung momentan läuft. Man darf halt nicht vergessen, das ist wirklich ein Unternehmen, was hoch, hoch spezialisiert eben in dem Bereich der Serveranbietungen, Serverfarm, Servertechnologie ist. Also hier ist wirklich ein Unterschied zu sehen zu einer Nvidia, die sich da ein bisschen marktbreiter aufgestellt hat. Supermicro sicherlich ein interessantes Unternehmen. Ich bin mir aber tatsächlich da von der fundamentalen Seite nicht sicher, ob die diesen zweiten Zyklus, den wir jetzt sehen, das heißt also diese Ausbreitung in andere Marktnischen rein, in dieser Form so mitmachen wird, wie eben jetzt eine Nvidia da als Potenzial hat. Wobei das jetzt nicht vergleichend ist. Man muss halt nur ganz klar differenzieren. Und das kommt mir nämlich auch immer wieder über den Weg, dass viele einfach denken, Halbleiter ist gleich Halbleiter. Das ist aber nicht der Fall, sondern wir haben spezialisierte Unternehmen. Wir haben Unternehmen, die teilweise überhaupt nichts mit diesen Technologien aus dem KI-Bereich zu tun haben. Das muss man auch verstehen. Eine Samsung stellt auch Halbleiter her, aber die stellen eben nicht die Halbleiter her, die eben im KI-Bereich benutzt werden. So sollte man das immer auch sehen. Deswegen Supermicro, da bin ich ein bisschen skeptischer. Ich bin aber auch gespannt natürlich, was Bastian von der charttechnischen Seite darauf macht oder sagt. Da haben sich auch schon die Kollegen geäußert. Zum einen muss man sagen, wir haben aus der Redaktion Top-Picks, dürfte jeder vorstellen zum Jahreswechsel. Und ein reiner Charti bei uns hat wirklich die Supermicro genannt und ist natürlich jetzt im Ranking so weit vorne, dass er wahrscheinlich nicht mehr einholbar ist. Es sei denn, es kommt jetzt ein Crash. Also Glückwunsch da an den Kollegen, der hat den richtigen Riecher. Nvidia war da auch dabei, im Übrigen von den weiteren Kollegen. Was ich hier mal zeigen möchte, das nennt man so einen Blow-off. Ja? Blow-off heißt, ein Wert steigt fast, ja, parabolisch an. Ja? Es wird immer schneller, immer schneller. Und dann kommt so ein Tag, beziehungsweise so eine Woche, ich weiß nicht, ob auf Tagesebene sieht man es auch einigermaßen, ja, wo dann ein Volumenspike mit einem Abverkauf dahergeht. Ja? Also die Aktie hat hier nochmal stark eröffnet und ist dann massiv abverkauft worden. Und ja, das ist erstmal Ende Gelände, muss man sagen. Da denke ich, jetzt wird die Aktie eine ganze Weile dran zu knabbern haben. Also es würde mich eher überraschen, wenn sie das jetzt auch innerhalb von ein, zwei Wochen wieder überrennen. Deswegen hier ganz klar abwarten. Shorten muss man das natürlich auch nicht. Ja, das ist eher dann eine aggressive Variante. Aber auch hier, ähnlich wie bei Nvidia, würde ich mich derzeit nicht direkt positionieren. Wenn man überhaupt was machen möchte, dann auch hier tendenziell Kaufmarken vormerken, die dann im Bereich der Tiefs liegen, 692,50 oder dann im Bereich der gleitenden Durchschnitte. Hier sind wir jetzt im Prinzip von Widerstand und Unterstützung nahezu gleich weit entfernt. Deswegen ist das für mich jetzt unter Trading-Aspekten nicht so mega interessant. Ich springe als nächstes und zwar, wir hatten auch, der Name ist schon gefallen und wir hatten es auch in der Vorbesprechung, Berkshire Hathaway. Ja, auch mal wieder spannend. Ich gehe mal, gerät schon mal von der fundamentalen Seite rein. Ja, man sieht einfach hier, dass natürlich solche Investmentvehikel, das ist ja im weitesten Sinne ein Beteiligungsunternehmen, geführt eben von Warren Buffett und seinen jetzt verstorbenen Partner, also im Geschäftspartner Charles Munger. Die beiden haben wirklich hier ein Unternehmen aufgebaut, was einfach auch zeigt, dass man eben einen langfristigen Anlagehorizont, wenn man an den Aktienbörsen agiert, eben haben sollte. Und auf der anderen Seite auch wieder mal gezeigt hat, dass selbst
Also dröge Geschäftsfelder wie eben Getränke oder zuckerhaltige Koffeinlimonaden und eben Kreditkartenanbieter beziehungsweise Rückversicherungsgesellschaften und natürlich auch der größte oder einer mit der größten Technologiekonzern Apple eben ja hervorragende Performance bringen können. Also auch hier sieht man wieder, die Mischung macht's und Berkshire Hathaway finde ich dahingehend auch wirklich interessant, wenn man eben vielleicht auch relativ neu an den Börsen agiert. Und wenn man eben so ein bisschen versucht, so mal einen Überblick zu kriegen und vielleicht auch ein Gefühl für Börsen haben möchte und in den amerikanischen Markt investieren will, dass man dann nicht nur immer in die Welt sozusagen von Fonds, ETFs und dergleichen abtaucht, sondern eben auch die Möglichkeit hat, durch solche Investmentvehikel natürlich auch davon profitieren zu können. Sehenswert immer wieder natürlich auch der entsprechende Jahresbericht, den ja Warren Buffett traditionell immer dann publiziert, zuletzt auch am vergangenen Wochenende wieder. Und das sind natürlich alles Dinge, die so eine bestimmte Aura auch einfach um so einen Wert herumgeben. Und deswegen ist so ein Wert auch einfach spannend, weil man eben hier wirklich die Möglichkeit hat, in eine Beteiligungsgesellschaft zu investieren, die mega, mega erfolgreich ist. Ich glaube, da gibt es zig Rechnungen. Wenn man da vor 30 Jahren 1000 US-Dollar investiert hätte, ich glaube, dann hätte man heute über 3 Millionen oder sowas. Oder also auf jeden Fall wäre das viel. Das weiß ich jetzt aktuell nicht, aber es ist schon sehr, sehr spannend, sich so ein Unternehmen mal genauer anzusehen. Und natürlich auch gerade von der charttechnischen Seite, was Bastian da gleich machen wird. Ja, also ich muss sagen, eine Berkshire zu traden, ich weiß nicht, was man da für ein Gefühl dabei hat. Also das ist schon von Haus aus irgendwie widerspricht sich das für mich. Aber gut, wer es jetzt gar nicht lassen kann, auch hier gilt natürlich, haben wir diese bärische Umkehrkerze gesehen im Tagesschart unter hohem Volumen. Also auch hier erstmal der Deckel drauf. Dann wiederum eine Umkehrkerze auf der Unterseite. Das muss sich auch auspendeln. Es wird wieder Chancen geben, wenn sich der Wert beispielsweise wieder einem gleitenden Durchschnitt annähert, wie hier dem EMA 50. Das liegt noch gar nicht so lange zurück. Da hatten wir im Dezember Chancen, Januar Chancen. Entweder der Wert korrigiert nochmal scharf, dann sind wir dran, oder der EMA 50 kommt dann irgendwann von unten, nähert sich dem Kurs an. Und dann kann man, glaube ich, auch als Trader wieder sagen, dann habe ich ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Nochmal, ob man jetzt so einen Teil traden muss, ich würde eher sagen, nein, das ist eher ein Anlagevehikel, Investmentvehikel. Ich würde gerne noch einen kurzen Blick auf Asien werfen. Und zwar, wir haben, ja, also wenn ich mir wir hatten ja auch die Liste besprochen. Die Tesla ist ja in den USA, war jetzt nicht unbedingt, ja, die beste Performer. Aber in Asien, ein direkter Konkurrent, die BYD. Und interessiert mich persönlich, bei uns um die Ecke an der Arbeit hat jetzt auch ein BYD Showroom eröffnet. Das heißt, dort sieht man die aktuellen und neuesten Modelle. Insofern kurzer Blick auf die BYD, wie ihr die seht. Ja, Ja, mega. ja, Sorry. erstmal Nee, von hau dir. rein. Nö, wie du willst, Charti. Ja. Also fundi-technisch wollte ich sagen, Entschuldigung. Nee, nee. Ich wollte das jetzt nicht so abkürzen. Technisch ist sie einfach angeschlagen, muss man sagen. Man sieht es hier recht stark, hier diese Aufwärtstrendlinie, die wir unterschritten haben. Jetzt klopfen wir wieder an. Also wir müssten hier wieder über diese Trendlinie ansteigen, um dieses Verkaufssignal aus dem Januar zu negieren. Ich habe aber noch einen zweiten Wert und den sollte man noch reinnehmen, der sehr gut technisch ausschaut und den wahrscheinlich die wenigsten so auf dem Radar haben. Das ist schon mal vorausgeschickt. Genau. Ach so, okay. Ansonsten ganz kurz gehe ich darauf ein. Genau. Spannend ist tatsächlich, was Holger gerade gesagt hat, ist mich wirklich spannend. Das heißt, BYD ist nach Deutschland und nach Europa gekommen und mischt jetzt hier wirklich im Heimatland der Automobile, wenn man so will, mit rum. Zeigt einfach auch, was für eine Marktdominanz dieses Unternehmen in den letzten Jahren ausgebildet hat. Spannend ist auch, dass das Unternehmen jetzt in den Oberklasse, in den Sportwagenbereich mit einem sogenannten Super-Sportwagen rein will. Der wird ungefähr 250.000, 265.000 US-Dollar kosten. Wird eine entsprechende Leistung mitbringen, man wird Flügeltüren entsprechend integrieren und so weiter. Also man geht wirklich in das Segment rein, wo man eben merkt, man kann richtig Geld verdienen. In dem Oberklassebereich, im Sportwagensegment, da sind Margen eben vorhanden, da wird nicht groß rumgefalscht und man sieht halt einfach, wie dieses Unternehmen nicht nur jetzt in dem Klein- und Mittelwagenbereich eben seine Marktposition festigt, sondern eben auch solchen Unternehmen wie eine Ferrari, eine Porsche und so weiter das Leben schwer macht zunehmend. Man darf auch nicht vergessen, BYD ist halt auch wirklich eine Marktmacht. Die haben wirklich innerhalb kürzester Zeit den technologischen Vorsprung von Tesla aufgeholt. Das soll jetzt hier nicht wie eine Lobeshymne singen, sondern einfach aufzeigen, was für eine brutale Dynamik in dem Automotive-Sektor derzeit stattfindet oder beziehungsweise seit einiger Zeit schon stattfindet und vor allen Dingen, was für eine wesentliche Rolle
eben zum Beispiel eine BYD da spielt. Aber jetzt will ich gar nicht die Zeit zu sehr klauen, damit Bastian entsprechend auf den zweiten Wert reingehen kann. Genau, und das ist der Wert, der meiner Meinung nach der einzige ist in diesem Bereich, der derzeit technisch gut ausschaut. Und das ist Li Auto. Und das ist bemerkenswert, weil das ist zum einen ja natürlich ein E-Auto-Hersteller. Da hat man schon mal Gegenwind. Die Branche ist derzeit nicht angesagt. Und dann noch aus China. Und dann habe ich hier so einen Chart, wo wir im Prinzip am Allzeithoch anklopfen. Ja, da wäre ich jetzt ein schlechter Analyst, wenn ich sagen würde, das schaut nicht gut aus. Also $47,70 müsste überschritten werden. Das wäre das Allzeithoch. Dann ist hier viel, viel möglich. Ich habe letztes Jahr mal über die Aktie geschrieben, über das Unternehmen, war sehr überrascht über die Fundamentaldaten, wie die sich schlagen. Aber da kann der Andreas was dazu sagen. Also ich bin da relativ angetan von der Sache und vielleicht, wenn sie uns den Gefallen tut, hier an das Allzeithoch läuft und dann ein bisschen konsolidiert, dann kann man sich einklinken. Also ich denke, die Reise nach oben wird hier auf jeden Fall weitergehen. Da würde ich mich mal sehr weit aus dem Fenster lehnen. Also genau, der Kurssprung kam ja nicht von ungefähr. Das waren halt Unternehmensdaten, Quartalzahlen, die veröffentlicht wurden. Und man kann sagen, also solche Zahlen sind halt im Automotive-Sektor und gerade auch im deutschen und amerikanischen Bereich überhaupt nicht mehr normal. 184,6% Steigerung, 131.800 und 5 Fahrzeuge sind im vierten Quartal 2023 verkauft worden. Klar, die Ausgangssituation ist eine andere als jetzt eine Tesla, die 1 Million Fahrzeuge im Jahr herstellt oder insgesamt eine Volkswagen oder eine Toyota, die weit oder bis zu 10 Millionen Wagen im Jahr herstellen. Aber man muss eben sehen, die brutale Dynamik, die eben dieses Unternehmen bei den Verkaufszahlen in so einer kurzen Zeit vorlegt, das ist eben genau das, was so ein Unternehmen interessant macht und wo man wirklich sehen muss, da ist richtig Pfeffer drin. Und das ist genau der Punkt, was eben gerade solche kleinen chinesischen Autobauer so interessant macht, weil die eben, wenn die dann einmal die Skalierung in Angriff genommen haben, und man erinnert sich vielleicht noch, wie lange hat Tesla daran rumgeknabbert, überhaupt an die 1-Millionen-Marke zu kommen und davor immer wieder auch natürlich viele Analysten, Investoren enttäuscht, wenn man entsprechend dann die kommunizierten Zahlen nicht einhalten konnte. Man sieht also hier, da ist eine ganz, ganz andere Schlagzahl und das ist genau auch die Gefahr, bei Li Auto nochmal schön an den Zahlen zu sehen, eben im Verhältnis, die eben von den chinesischen Autobauern in Richtung etablierten westlichen Industrieauto, also europäischen und amerikanischen Autobauern eben im Endeffekt da ist. Und wir reden hier, wie gesagt, noch nur über im Schnitt dann 500.000 Fahrzeuge im Jahr. Wenn aber sozusagen dieses Wachstumstempo auch nur annähernd und auch vielleicht nur um die Hälfte so bleibt, dann reden wir hier ganz schnell über 1 Million Fahrzeuge und das könnte bereits schon in den kommenden 2 Jahren sein. Und dann ist das wirklich ein etablierter Player, der eben auch zum Beispiel in der Tesla das Leben schwer machen kann. Hier mal noch die Schätzungen, mal die Gewinnschätzungen aus unserem Terminal. Also wir kommen hier von 11,46, 15,89, 22,73, 28,23. Also der Markt ist hier sehr optimistisch. Li Auto ist auch einer der wenigen, der überhaupt Geld verdient mit E-Autos. Das muss man halt auch mal sagen. Und sie konzentrieren sich bislang zumindest auf den chinesischen Markt. Das ist auch noch interessant. Also finde ich hochspannend und bin gespannt, ob das dann wirklich der erste Wert sein wird, der ein neues Allzeithoch markiert in dem Sektor. Super. Ich habe noch, Bastian, sorry, noch kleine Überraschung noch für dich. Ich weiß, wir sind sehr fortgeschritten, aber wir haben sehr aufmerksame Zuhörer und auch sehr treue Zuhörer und die hätten gerne auch noch mal ganz kurz eine abschließende Meinung zu CRISPR, zu der Aktie, auch wenn die nicht auf unserer Liste ist. Trotzdem, ja, war deine Idee an der Stelle gar keine schlechte, auch wenn der Andreas nicht dabei war, aber vielleicht hat der auch noch was im Anschluss zu sagen und ich glaube, damit schließen wir das dann ab. Das wäre wieder. Ja, das war wirklich eine sehr gute Idee. Da freue ich mich natürlich, dass sich das Research ausgezahlt hat. Wir hatten ja den Biotech-Sektor auch mit Fokus CRISPR nochmal besprochen im Q4. Ja, da ist das Ding dann recht gut angesprungen und das seht ihr jetzt noch den letzten Pfeil meiner Prognose. Das war natürlich top, also direkt vor dem Ausbruch wieder aufgegriffen und dann ging es dynamisch nach oben. Also sehr spannend, weil die ja jetzt die erste CRISPR-Therapie zugelassen bekommen haben und dadurch natürlich jetzt in eine Phase eintreten. Ich sage eigentlich immer, wenn man im Biotech-Bereich was machen möchte, ist es somit die spannendste Phase, wenn die ersten Produkte dann auf den Markt kommen.
dann auch endlich mal Umsätze generiert werden durch Produkte, hohe Wachstumsraten möglich sind. Der Newsflow ist dann meistens sehr positiv über Quartale. Das ist für mich spannend und Cathie Wood ist da auch mit drin, ist einer der wenigen Aktienwerte, wo ich sage, Cathie, ja, da gehe ich mal mit dir, finde ich spannend und ja, ist natürlich hochspekulativ, ist ja ganz klar. Also das ist jetzt keine Amgen oder so, sondern das ist schon im Einzelaktienbereich, im Biotech-Bereich, würde ich sagen, in jedem Fall zumindest mittlere Risikoklasse, wenn man möchte, vielleicht sogar in Richtung hohe Risikoklasse. Genau. Genau, die CRISPR-Technologie an sich wird ja in der Biotechnologie als das nächste große Ding insgesamt bezeichnet. Deswegen sind auch die meisten Unternehmen, die sich da tummeln, derzeit noch nicht logischerweise noch nicht in dem Bereich, dass sie eben Gewinne erzielen bzw. nachhaltige Gewinnprognosen abgeben können, sondern man ist hier natürlich erstmal dabei, die Technologie insgesamt zu etablieren, entsprechende Zulassungen zu bekommen, entsprechende Kooperationspartner dann natürlich auch zu kriegen. Also durchaus interessant. Man muss sich aber, wie Bastian gerade schon gesagt hat, ganz klar des hochspekulativen Charakters bewusst sein. Es ist halt ein Biotechnologieunternehmen und wie es da oftmals so ist, kann natürlich dann auch sofort eine andere Anwendung, eine andere Technologie, die vielleicht ähnlich ja, funktioniert, aber eben nur ein Similar ist, also sprich eine ähnliche Technologie darstellt, natürlich auch viel, viel umwerfen und verwerfen. Das ist auch oftmals gerade am Beginn von solchen Zyklen möglich, aber deswegen hier natürlich auch Charttechnik immer wieder gute Möglichkeiten, so ein bisschen auch den, ja, wie soll man sagen, den Atem, wenn es kein schlechter ist, natürlich entsprechend aufnehmen zu können von solchen Technologien, von solchen Aktien, weil man dann schon sieht, ah, okay, große Investoren platzieren sich, entsprechend Handelsvolumen zieht an, Ausbruch aus bestimmten Kursregionen und so weiter und so fort. Eigentlich wirklich eine gute Möglichkeit, um da eben reinzugehen. Ansonsten denke ich auch, dass man von der CRISPR Technology oder beziehungsweise CRISPR Therapeutics oder die Technologie an sich eben in den kommenden Jahren noch viel, viel hören wird. Aber ich habe hier so Ehrenhorizont so von 5 bis 10 Jahren mal gehört, dass das tatsächlich noch ein bisschen dauern wird, weil man eben ja hier doch in der Genetik eben auch rum agiert und hantiert und dahingehend natürlich auch viele eher auf der sicheren Seite stehen wollen, gerade was die Zulassung von solchen Technologien und Anwendungen angeht. Ja, super. Genau. Ja, ich bedanke mich bei euch beiden. Ich will jetzt auch gar nicht länger eure Zeit beanspruchen. Wir sind 12 Minuten drüber. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Und ich freue mich auch schon auf unseren nächsten Termin. Ich habe jetzt noch gar nicht nachgeschaut, wann dieser stattfinden wird. Deswegen würde ich das jetzt machen, während ich euch die vorletzten Worte an der Stelle überlasse. Dann grät ich rein. Bastian, vielen, vielen Dank und Holger natürlich auch vielen Dank dafür, dass du dieses Format hier immer wieder auch ermöglichst. Und Bastian, das macht mir echt wirklich riesig, riesig Spaß, weil ich da auch immer wieder überrascht bin, wie oft so Deckungen da zustande kommen. Ja, wir haben uns ja hier dahingehend nicht jetzt bei den Meinungen abgesprochen, sondern natürlich nur die Werte, damit du die vorbereiten kannst. Aber das ist halt dahingehend auch immer wieder ein Termin, den ich wirklich sehr gerne mache. Deswegen ist es für mich jetzt hier gar keine Überziehung, sondern auch wirklich eine Einheit, wo ich so denke, wie gesagt, da ist einfach der Spaß dabei. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Format, was da entstanden ist. Und also vielen Dank nochmal an die Société Générale im Namen hier natürlich oder namentlich Holger fertig und natürlich auch an dich, Bastian. Vielen Dank für deine Ausarbeitung von den tollen Charts. Ja, kann mich da nur anschließen. Also ich denke, wir haben uns da jetzt wirklich sehr, sehr gut eingespielt. Es macht mega Spaß und ich denke, jeder kann da auch dann immer noch mal, auch wenn natürlich nicht jeder Chart dann gleich eine Idee rausbringt, kann dann zumindest zwei, drei Ideen nach so einem Abend mitnehmen und umsetzen. Und deswegen hoffe ich, dass es so weitergeht. Ich glaube, ich bin jetzt wieder im März. Wir haben den Termin vorgezogen. Dran am 13. und unser nächster gemeinsamer Termin, das weiß der Holger, der hat es nachgeschaut. Genau, ich habe es nachgeschaut. Das ist tatsächlich der 15. Mai, auch wieder hier, 19 Uhr. Das heißt, bis dahin sollten wir auch ja, ein bisschen mehr über die Märkte wissen. Ich bin gespannt, welche Themen wir dann mitnehmen. Vielen Dank an euch beide. Bis zum nächsten Mal und ja, gute Trades für Sie im Publikum. Dankeschön. Schönen Abend, tschüss. Tschüss.